MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV. Weiter geht es mit GTA 5. Wir steigen jetzt in Daves Auto ein und dann erwarten wir mal die Neuerungen, die wir hier erfahren haben. So I bet federal ain't on the deed, that's so. And we all like our federal government open and transparent. Except when closed and opaque suits you better. Hey, I'm just a puppet. Das Problem an Michael ist einfach. Das Problem an Michael ist einfach die Tatsache, dass er eine große Fresse hat, aber nie etwas macht. Tell me, Davey, you expense this ride to the taxpayer? I need you to make a couple of calls. Get some people on board. First guy is Franklin Clinton. Hey, I barely know that kid. He's fixing up my car. Call him, or we'll send some G-men to his aunt's house. Okay. Okay. Oh, fuck. You Mike, this ain't the best time. I'm kinda busy. Hey, sorry about that. Listen, you know that thing we talked about before? It's happening. I need you to come to a lot off El Rancho, not far from where we met before. All right, that's cool. I'm in LS anyway. Now, Trevor Phillips. Oh, you're crazy. I ain't calling him. I thought you might say that, so we had him picked up. That's a dumb move, Dave. Real fucking dumb. Just worry about the plan, okay? Getting Mr. K out of the IAA station. Clinton is going to be positioned across the street, keeping an eye on the proceedings. Phillips flies you in, you rappel down, make the extraction. And I'm the best guy you got for this. With you, we've got good leverage. Great. And you brought Trevor in. We're telling him I'm all cozy with the F5P. You'll need discreet support. Oh, der wird eine gute Laune. We'll maintain control of the situation. Ich glaube, unser linker Reifen hat eine Macke. Ist jetzt nicht so schlimm, aber. You know what? You better keep a low profile. Yeah, I think I will. See you later. Trevor geht wieder ab. Huh? No, it's another cagey motherfucker, all right? Not you. Hey, T, enough with the faux political bullshit. Franklin, come on, you better take off. Really. Shit, I'm good. I ain't bailing. Whoa, what am I detecting? Some sort of son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen, if you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. All right, guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we're gonna walk away from this thing clean. Got it? I got you. All right. And we do this, and they help us bring Brad. Right? Yeah. We'll talk about Brad later. All right. I gotta change. You better grab a head start. Nice to meet you, homie. Yeah. Whatever. Ich sehe schon kommen, dass es irgendwie ganz böse Scheiße, die the da ablaufen wird. At last. Bite me. Let's go. Schicker Anzug. Sehr geil. Alright, let's do this thing. We need to go to the agency headquarters downtown. Your new friends are a riot. No wonder you said sayonara to the old crew. Walking away ain't easy, Trev. Sometimes I guess you gotta make compromises. What happened to dying with a gun in your hand? Wahnsinn, wie viel die labern, oder? Annoying wife, two unfassbar. Kids. Remember them? You get tied down, you can't move anymore. What about your ties to me? To Brad? Those ties are why you got roped in on this FIB instigated suicide pact. For as long as it keeps me amused, I am. Ist ein bisschen windig hier, ne? Aber kommt mir das nur so vor. You know, you had me at suicide pack. The access point is on the west side of the tower. Get us in position so I can rappel down. You fuck around while I'm out there. I'll climb back up this rope
and strangle you with it. Yeah. Ach ja, ist das schön. Don't screw with me, T. Next, I'll have this thing so far. Guten Tag. Your tonsils will be playing shadow puppets. You think we can't do that? We can. It's in our guidelines. I don't know what you're talking about. I install cinema equipment, not surveillance. Grab his other arm. No. You think you're impenetrable? See how you feel when this is 18 inches deep inside. Get the lube. Actually, fuck the lube. What the fuck is this? Terminate him! Close this problem right now! Yeah, I can use a little backup here. Get me the station, Chief! I'm not finished with... Los geht's. 36 flow. I got you. Hey, it's high value. Use prejudice. Charge it all, hey! Help me! Hey, get us out of here! Don't shoot me! Hey, I'll help! Room's clear, T! Hit the witch! Get us out! Alle, Achtung. We cannot touch the asset. Hey, we need to be clear of this building. Hey, Stooley, I'm not leaving here till you shoot those guys. So get moving on it. You're gonna get us killed, you know that? Don't get angry, Michael. Do something. That's it. Get us out of here. Ach du heilige Scheiße. You got a bogey coming at you, Franklin. I thought I had the easy job. So long. Hey, I'm clear over here. Good work. Und tschüss. Eieiei, jetzt geht's aber ab hier. Treffer. Ah, den falschen. Und tschüss. So. Haben wir es geschafft. Wunderbar. Then why are you doing this to me? Hey, hold tight. I got some friends with the Bureau. They'll explain everything. You saved me. Thank you. Thank you. Don't mention it. The Bureau. The FIB. They will make everything okay. I'm sure. Don't worry. They'll look after you. Hey, T. Bring her down in the lot. Boah, ein Helikopter mit Computer zu fliegen, ist echt scheiße schwer. Let's go. Wunderbar. Where are we? To go easy on it. Thank you. Oh my, you saved me. Hey. No. Hey, I said easy. Oh, come on, give the guy a break. Alle Achtung. I'm gonna get out of this shit. Gut gelaufen ist das nicht, würde ich sagen. Irgendwie. Scheiße. In bed with the Bureau and a new running buddy. Yeah, he's more of a protege. Yeah, what? You gonna teach him to be old before his time? Yeah, to never grow up. That seems like a good kid. Michael, look at this, huh? New city, new set of problems, but the idiots, they stay the same. Yep, I guess. All right, Trevor, I'll see you later. Oh, you better believe it, buddy. Das Fenster ist einfach kaputt gegangen. Auch sehr geil. Und tschüss, würde ich sagen. Uns geht's gut. Mission erfolgreich, Leute.
Oh, was ist das für ein cooler Wagen hier? Der gefällt mir. Oh, der geht gut ab. Ups. Entschuldigung, war ich nicht. Der geht wirklich verdammt gut ab. Hätte ich nicht gedacht. So, wohin müssen wir denn? Wir müssen in Richtung... Ich wollte mir erstmal eine Garage anschauen, fällt mir gerade ein. Was ist das? Kfz-Abschleppplatz? Nein. Wofür ist das B? B-Fragezeichen? Keine Ahnung gerade. Super. Garage, da oben ist eine. Aber ich glaube auch da ist eine. Nein, nein, das ist ein Haus. Ich möchte eine Garage haben. Super. Shit! Boah, schön aufs Auto. Schön, schön. Ich möchte aber den hier. Die sind geil. Die sind richtig geil, finde ich. Achso, der hat eine Alarmanlage. Cool. Hat schon erledigt. Da vorne ist noch ein geilerer. Wow, geilerer gibt's gar nicht, ne? Geil, am geilsten? Ich weiß es nicht. Ah, der hat auch keine Alarmanlage. Wunderbar. Ja, der Wagen ist geil. So einen ähnlichen gab es schon in GTA 3, glaube ich, wenn ich mich da nicht irre. Und die gehen ganz gut ab, dafür, dass die so einfach aussehen, sind die gar nicht mal so schlecht. Ich finde auch, in GTA gibt es sehr schöne, einfache Wagen. Anstatt immer diese hochgezüchteten Etwasse. Wisst ihr, sowas hier. Ich finde den Wagen cool. Aus dem kann man bestimmt auch was machen. Aber erstmal kaufen wir uns eine Garage, wenn das Kleingeld dazu reicht, weil wir damit also endlich die ganzen Fahrzeuge ordentlich abspeichern können. Also der Wagen hier, der haftet ja auf dem Boden wie ein Zug. Man fährt wie auf Schienen, aber der übersteuert sehr schnell. Übersteuern wir doch nach vorne rausschieben, ja, genau. Dann ist er am Übersteuern, aber fragt nicht wie, Leute. Er schiebt sich so gesehen einfach nach vorne, das ist ganz schön fies. In den Kurven jetzt. Wunderbar. So, Fahrzeuge, die du auf deiner Webseite kaufst oder in die Garage fährst, werden hier eingelagert. Wunderbar. Spezielle Fahrzeuge können hier ebenfalls gesammelt werden. Schön. Hört sich doch professionell an. Garage gekauft. Super. Wo ist der Wagen? Achso, wahrscheinlich in der Garage drin, ne? Nö. Ernsthaft jetzt? Wo ist denn der Wagen? Ah, der steht da vorne direkt. Okay, gut. Gut, den gehen wir nämlich jetzt ein bisschen aufmotzen. Ich finde den cool. So, wo haben wir denn einen Shop? Da direkt. Ja, wunderbar. Weil eine Endgeschwindigkeit hat er eigentlich ganz gut. Nur in den höheren Drehzahlen, beziehungsweise in den höheren... Ach du Scheiße. Geil, er endet vor allen Dingen einfach seine Richtung. Auch noch nie gesehen. So, guten Tag. What brings you in today? Karin Futo. So, wir wollen Sportbremsen.
cool. Machen wir die Tuning-Sachen dran. Motor, EMS-Verbesserung, Auspuff. Rennsport. That's a beauty right there. So. Scheinwerfer wie immer, die Xenon. Klassisch schwarz möchte ich da haben. Überall Käfig. Huch, das war doch noch gar nicht fertig. Hat sich der Sound was geändert? Ich glaube schon, ne? So, aber ich würde sagen, wie wir ihn weiter tunen, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann, Leute, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut.